Wir haben gerade gehört in der Überlieferung von Al-Bara, er sagte, ich habe keinen schöneren mit einem roten Gewand gesehen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und wir wissen auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, rot für die Männer zu tragen. Wie könnte man das vereinbaren? Das, was verboten wurde, war barakallahu fikum extra Klamotten, die kommen aus Syrien und die waren diese Al-Urjuan. Das wird, es gab so eine Farbe bei den Syrern, das war rötlich. Das ist so wie heute, wenn du sagst, diese Phosphorrot. Bei ihnen war das, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch selber Rot angehabt, sallallahu alaihi wasallam. Diese Rot ist anders als das andere Rot, wallahu ta'ala ala wa a'lam.